Guten Tag, hier spricht wieder euer Peter Gim und wir spielen weiter FIFA 16 und spielen das letzte Spiel in den Confed Cup. Es ist eigentlich, wir hätten doch vielleicht klein wirklich schaffen, wissen wir nicht, Leute, aber wir gucken einfach mal, was es abgeht. Bin ich mal richtig gespannt, Leute, ob wir eine minimale Chance haben noch. Das wäre halt ein Traum, wenn wir wirklich das noch schaffen könnten. Mit zwei Niederlagen, alles wäre heftig. Mexiko war hart, alle, aber wir sind auch gute Mannschaft. Wir wollen weiter nach oben. Wir wollen versuchen, das Unmöglichste wahrzumachen, Leute. Vielleicht schaffen wir doch noch den dritten Platz, wenn es gut läuft, den zweiten Platz. Argentinien überholen wir nicht, weil die wahrscheinlich heute den zweiten, dritten Sieg holen gegen Australien. Und das wäre natürlich ein gut. Aber das Problem war, mit Australien, wir haben halt 3-0 verloren. Das ist halt das große Problem gewesen. Wir haben halt hoch verloren gegen Australien. Weil wenn wir normal gespielt hätten, nur wenige Tore kassiert hätten. Dann wäre es vielleicht ein bisschen besser gewesen. Aber wir haben mal gegen Australien 3-0 verloren. 3-0 ist schon eine heftige Niederlage, finde ich. Aber ich denke, Leute, das schaffen wir schon irgendwie. Wir müssen einfach auf unsere Abwehr, wir müssen die Abwehr stabil, wenn wir die stabil haben, Leute, haben wir vielleicht noch eine minimale Chance. Aber nur dann haben wir eine Chance. Und Mese Özil, komm da durch, ja. Schöne, und jetzt mal eine neue, kommt dran und kickt ihn vor. Und jetzt muss irgendwie den Ball am Kopf ran. Ah, Mann, wieder kein Deutscher am Kopfball. Oh Mann, gegen Australien war es so, und jetzt Konter wieder, und jetzt den Konter, und jetzt wieder ein Tor. Oh, gut abgefangen, Alter. Sonst wäre hier wieder hier ein Tor früh in der ersten Halbzeit. Und Mexiko weiß, wenn sie einen Punkt an Sieg holen, sind sie durch. Wenn Deutschland, wenn die Mexikaner einen Punkt oder so holen, dann sieht's gut aus. Aber wir werden einfach mal sehen, Leute, was dann passiert, Leute. Ja, schön aufbauen. Oh, ja, komm da ran. Ja, gut, das sieht gut aus. Und jetzt so lang wie möglich laufen. Ah, wieder eine blöde Flanke von Reus, Alter. Meine, das wäre viel besser gewesen, Reus. Aber die Deutschen wissen natürlich. Ja. Oh Mann, die Abwehr hin ist einfach. Da hat die Deutsche wieder richtig Glück gehabt, dass der unkonzentriert war. Ein Sieg muss her heute gegen die Mexikaner. Gegen die Mexikaner muss ein Sieg her. Und dann sieht's vielleicht. Dann kann es noch, wenn Argentinien gewinnt, Leute, vielleicht dann noch eine minimale Chance, auf Platz 2 zu kommen. Aber es müssten wir hoch gewinnen, Leute. Hoch gewinnen. Und Australien auch hoch verlieren gegen Argentinien. Aber Mexiko hat dies Jahr richtig gut gespielt, diesen Confed Cup. Mexiko braucht einen Punkt oder so, und dann ist sie, dann wäre hier ein, haben die, sind sie sicher in der Finalrunde. Das wäre natürlich für Mexiko so mit dem Traum. Das hätte ihnen keiner gedacht. Argentinien hätte jeder gedacht, dass sie in die Finalrunde, aber dass Mexiko statt Deutschland in die Finale. Ja, wieder ein bisschen zu nah am Tor, man, leider. Aber Deutschland spielt ein bisschen offensiver heute. Die wollen heute ein bisschen offensiver spielen. Und Günther, er wollte riskieren. Die Deutschen riskieren heute ein bisschen mehr. Sie wissen natürlich. Ah, schöne Steilpässe, die wichtig. Harte Steilpässe.
in die Nahtstelle, aber die Nahtstelle hat Deutschland auch immer, Leute. Sieht man jetzt gerade. Und Reus. Oh Mann, die Deutschen. Haben die Deutschen eine Chance hier zu gewinnen heute? Und vielleicht doch noch in die Finalrunde zu kommen. Das wäre natürlich der Traum alles. Leute. Ah, Müller hat den Ball vertändelt. Und es, Mesut Özil erleichtert die Deutsche. Macht ein Tor, Leute, und das sieht gut aus. Ja, im kleinen Spiel, klein und dann doch noch das Tor, Leute. Somit, oh man, hat Deutschland noch eine Chance in die Finalrunde. Was keiner mehr gedacht hat, Leute, dass hier die Finalrunde, oh man. Mexiko braucht einen Punkt, Leute. Irgendwie einen Punkt. Oh Mann. Alter, was war das für ein schneller Rückschlag für die Deutsche, Alter. Alter, was war das für ein schneller. Oh, Alter, das war. Alter, was war das, Alter. Die Deutschen wurden richtig überrascht gerade, Alter. Die Deutschen wurden richtig überrascht, Alter. Das Tor flutschte wie eine Sau schnell hier rum. Das war das Problem. Keiner kommt. Alter, die Hände halt aufgehört. Nicht so, dass es so eine eine Torchance wäre, aber wir mussten, einer musste reingrätschen. Und somit sieht es halt besser aus für Mexiko, Leute. Für Mexiko sieht es jetzt besser aus. Die haben den Punkt wieder, den einen Punkt, den sie brauchen. Den einen Punkt, den sie brauchen. Aber Deutschland braucht wieder das Tor, Leute. Bei aller Meinung, die Deutsche brauchen. Um hier mindestens mit vielen Bayern-Spielern, ehemaligen Bayern-Spielern, eine Chance irgendwie zu haben, noch die in die Finalrunde zu kommen. Irgendwie in die Finalrunde noch zu kommen. Mexiko wäre wahrscheinlich, wäre jetzt, glaube ich, durch, glaube ich. Oh Mann, die Konter sind das große Problem der deutschen Mannschaft. Wie kriegen. Oh Mann, oh Müller wieder. Unser bester Spieler. Und jetzt auf Kruse, Max Kruse. Keiner steht in der Mitte, Leute. Keiner steht in der Mitte, aber jetzt. Abseits. Das war Abseits oder was war da? Oh Mann. Oh Mann, die Mexikaner geben auf die. Ach. Aber Jung gibt da nicht auf. Jung will den Ball. Oh Mann. Oh Mann, nicht gut. Boah. Alter, die Deutschen drücken. Es ist jetzt. Beide Teams brauchen Punkte, Leute. Deutschland braucht 3. Mexiko braucht, glaube ich, nur einer oder so. Aber das Tor, Alter, das war richtig. Alter, schnell. Gleich in der Einsturz und wups, Tor, Alter. Das ist heftig. Das müssen sie verkraften, Leute. So, Leute, jetzt werden wir ein paar Spieler noch wechseln. Jetzt tun wir mal. So passt das. Weil wir brauchen ein paar neue, frische Spieler, Leute. Toni Kroos ist ein bisschen angeschlagen. Müde. Ja, leider müssen die jetzt drin bleiben. Wir brauchen jetzt im Mittelfeld und im Sturm neu einen guten Warmen, der richtig warm ist und eins ist, Leute. Heiß auf Sieg, Leute. Heiß auf Sieg sind.
der heiß auf Siege ist. Und jetzt mäßet Özil, oder was man da. Abseits, abseits. Oh Mann, schade, schade. Ah, ja. Aber hier. Götze, mit Götze ist es nicht schlecht, glaube ich, im Sturm, Leute. Aufpassen. Oh Mann, oh meine. Oh Mann, echt schade. Blödsinn, oh Mann. So, jetzt wieder von hinten aufbauen, langsam aufbauen. So aufbauen. Und jetzt Mario Götz. Ach, er kommt einfach nicht durch das Sprint. Er, Mann, ein Punkt, das ist für Deutschland nichts, Leute. Mats Hummels, zack, los. Ach. Aber unser Junge holt den Ball wieder oben. Ah, das sieht ja heftig aus für Mexiko. Mexiko drückt, weißt du, die brauchen vielleicht den Punkt. Besser sind es 3 Punkte. Deutschland muss noch ein Tor schießen. Beide wollen 3 Punkte, das merkt man. Aber Mexiko ist, glaube ich, näher am zweiten Tor wie Deutschland. Genau, ist näher dran am zweiten Tor wie Deutschland, weil Deutschland hat so richtige K.O.-Schlag bekommen durch die. War gleich im nächsten Angriff Mexiko das Tor geschossen. Ja, genau. Und das ist das Problem, was die Mexikaner Vorteile haben von den Deutschen. Die haben Aufwindkart, Leute. Und jetzt Schweinsteiger. Schweinsteiger. Was macht Deutschland jetzt? Die müssen jetzt alles auf Angriff. Ah, oh Mann, nur mehr zu steil. Das wäre eine gute Torchance, wenn der Ball besser gepasst wäre. Mexiko wechselt noch ein paar Spieler. Und jetzt sieht es vertändelt, aber kein Deutscher konnte diesen ausnutzen. Und hier auch wieder nicht. Oh Mann, Mexiko greift wieder. Oh Mann, die Mitte ist für dich, die Mitte ist einfach nicht sicher. Mexiko baut wieder ruhig auf. Ja, immer diese. Die Deutschen kommen einfach nicht nach vorne. Ah, Mann, wieder Vertändel von Reus. Der Reus, meine, was ist heute mit den Deutschen? Sind sie gehemmt von dem einen, von dem zwei Spiele, wo sie kriegen? Oh, Mann, Manuel, Mario, Götze, Götze, meine. Das wäre eine Torschance gewesen, wenn es ein bisschen besser. Oh. Aber die Deutschen lassen den Ball zu hier in ihrer eigenen Hälfte so leicht rumpassen werden. Die laufen zu viel, Leute. Die laufen echt zu viel. Aber die Deutschen drücken weiter. Jetzt. Müller, ah, komm mal dran. Götze, Götze, ah, komm mal durch, komm mal durch. Ah, jetzt muss ich. Oh, nisch. Erste gute Torchance. Und jetzt müssen sie irgendwie das Tor machen. Ah, ey, Junge, das war ein Foul, Alter, mein. Jetzt ein schneller Konter von Mexiko. Ah, abgebrochen, ah, Mexiko. Ah, wieder nicht reingeraten. Oh Mann, oh Mexiko. Sie zeigen jetzt Deutschland, was das Problem ist. Was Deutschland zurzeit für ein Problem hat, Leute. Sie haben einfach die schlechten Pässe, oh Mann, einfach. Sie laufen viel zu viel, Mexiko. Lass Deutschland richtig viel. Oh Mann, Günther, Doom. Sind einfach so. Und zwar nur vor Götze, jetzt Götze, Götze ist halt kein Kopfballspiel, Leute. Leider ist einfach kein Kopfballspieler, aber Mexiko, oh Manuel Neuer, ohne Manuel Neuer wäre Deutschland hier schon
hat 2, 3 Tore kassiert, Leute. Leider alter Schweizer ist dessen. Oh, schade, meine. Was kann Deutschland hier noch weiterbringen, Leute? Das ist jetzt wichtig. Jedes Spiel muss jetzt irgendwie durchkommen. Ruhig weiterspielen. So, was ist jetzt passiert? Aufbauen, aufbauen. Ah, Mann, kommen wieder nicht durch. Die Mexikaner machen die Mitte und die Flügel dicht. Dass Deutschland nicht ihr schönes Aufbauspiel zeigen. Aber Müller will durchstarten. Müller, oh. Oh, Mann, Özil, alter, meine. Und kein Eckball, alter, das ist so traurig für Deutschland. Die Deutschen kämpfen, jetzt kriegen die einfach die Bälle rein. Und die Bälle hinten kriegen sie einfach nicht weg. Oh, Mann, wieder vertändelt die zwei Reus. Oh, Mann, oh, Mann. Ah, Mann, du musst Götze weiterspielen, weil da war keiner, die alle waren zugestellt, Leute. Ah, Mann, und wieder der Fehler. Die Mexikaner wissen, einfach zustellen die Spieler, dann können die Beine ihr schönes Passspiel nicht benutzen. Und jetzt sieht sie. Aber wenn sie hier ein Tor schießen, hätten sie es echt nicht verdient, dass sie, wenn sie dann weiterkommen, Leute. Wenn sie jetzt weiterkommen, das hätten sie echt nicht verdient, Leute. Finde ich, Leute. Das hat man echt nicht verdient, das Spiel aller Leute. Hier geht's richtig. So aufbauen langsam. Oh Mann, was ist denn heute los mit den Deutschen? Boah, Boateng ist jetzt verletzt. Oh nee, aber ich kann kein. Oh Mann. Alter, was ist mit Boateng jetzt los? Nicht gut, Leute. Und jetzt. Oh Mann, die Deutsche. Reingrätsche. Und jetzt wird Boateng sicherheitshalber raus. Ne, er sieht noch gut aus. Ist doch gar nicht verletzt. Alter, manchmal frage ich man sich echt. Und die Deutschen sind raus, Leute. Noch 2 Minuten hier in der Nachspielzeit. Und jetzt ist aus, Leute. Aber mein, oh Mann, schade alle. Es war eine schöne Flanke, Leute, eine schöne Flanke und dann schön, Manuel noch konnte doch nichts mehr machen. Leute. Leider konnte er doch. Oh mein, was für Trau. Die 3 Niederlage, 3 Niederlage, Leute. Wir haben 3 Niederlagen kassiert, Leute. 3 Niederlagen. Heftig, aber. Was soll man machen, Leute? Es ist einfach so passiert, Leute. Einfach so passiert. So, Leute, jetzt geht's dann wieder dann weiter mit unserem normalen Trainer in SV Sandhausen oder wir werden gefeuert, Leute. Das ist jetzt die Frage. So, die Simulierung machen wir jetzt. So, tun wir jetzt noch ein paar die Gelder noch. So, jetzt gehen wir noch mal gucken, vielleicht mal gucken, was jetzt passiert, Leute. Ah, er verlängert, gut. Er verlängert, ne? So, jetzt schauen wir mal, ob mir was passiert. Oh, Fehler. Mal die tun wir mal fortsetzen noch ein bisschen. Mal gucken, vielleicht bleibt man im Team. Oh Leute, ja. Ja, gut, es war eigentlich klar, Leute, dass wir rausgeschmissen werden. So, jetzt Leute, mal. Aber Leute, ich hab mir eigentlich schon mal überlegt, Leute.
dass man sozusagen, wenn das passiert ist, einen Neustart machen sozusagen. Ein kompletter Neustart machen. Das ist jetzt so, dass man jetzt einen kompletter Neustart machen. Ja, somit sagt aber euer Peter Gaming wieder tschüss, bis dann und Peachy, bis demnächst.